Was also ist Leben? Möglichst hochgespannte, erlebnisreiche Dynamik von Erregungsanstauung, nicht allzu schneller Abfuhr zur zivilisierten, zur exquisiten Erlebnisausbeute. Und wie wird dieses Moment des nicht sofortigen Abführens erreicht? Durch diese Einführung all dessen, was wir gerade gesagt haben, den Begehrens-, den Verwerfungsvorgang, die Einführung der Gewissheit des Ungewissen, die Einführung all der Unvermeidlichkeiten und Unglücklichkeiten und Unsäglichkeiten und Inversionen in Wiedererinnerung des Verlustes, die hochgespannt wird durch das kurzzeitige Aufklaffenmachen des Echten, des wirklichen Realen, des wirklichen Tödlichen, das dann aber in den Modus geglättet durch das Feinmodulationselement der Feinanpassungsstruktur des Bewusstseins, des Ichs, des Cogito, das dem Gaul als Kappe oben aufsitzt, dem galoppierenden Gaul und so weiter und so fort, das ist unvollendet, weil ich jetzt gestört war in der Konzentration.